seid auf der Hut, Leute! Denkt daran, X-Men, hier ist extreme Vorsicht geboten. Das ist der gefährlichste Einsatz, den ihr je hattet. Jawohl, Professor! Übrigens, ist es in Ordnung, wenn ich Real World und Big Brother aus dem Programm nehme? In letzter Zeit sind die wow. Ich muss mich wohl nach neuen Schülern umsehen. Willkommen, Rekruten. Obwohl wir unsere Maßstäbe mangels echter Mutanten herunterschrauben mussten, sind die Gefahren, denen ihr euch aussetzt, nicht weniger real. Ihr werdet eine Welt verteidigen, die euch hasst und fürchtet. Was? Uns hasst und fürchtet, weil wir Mutanten sind? Nein, weil ihr in den Police Academy-Filmen wacht. Was zum Teufel ist mit dem Stuhl los? Ich habe den Eindruck, dass da noch ein Rekrut fehlt. Entschuldigung, bin zu spät. Mahoney! Das ist der Danger Room, das ultimative Trainingszentrum. Man sollte hier auf alles vorbereitet sein. Todesstrahlen, fliegende Kreissägen, aufblasbare Alf-Boxsäcke. Fangen wir an! Ich grüße dich, Roboterbruder. Ich bin Lovell Jones. Vernichte alle Humanoiden. Du bist ein X-Man! Benimm dich auch so! Wer von euch drei Säcken will sich mit mir anlegen? Um Himmels Willen, schafft die Leiche weg sofort! Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch! Hightower, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Also das ist indiskutabel. Rekruten, diese Kampfanzüge sind stylisch, voll klimatisiert und vor allen Dingen sind sie kugelsicher. Ist ja geil! Nein! Natürlich können sie nur die Stellen eures Körpers schützen, die sie auch bedecken. Dieser blöde Stuhl. Hey, du! Du bist das die ganze Zeit gewesen. Mal sehen, ob du deine Soundeffekte auch mit telepathisch gelöschtem Hirn entkriegst. Ha! Oh-oh. Ich begrüße die neuen Absolventen der Xavier-Schule für Hochbegabte. Na, der wird sich vielleicht wundern. Als X-Men habt ihr eine sehr große Verantwortung übernommen, die... Ein Unruhestifter hat sich große Mühe gemacht, um eine Prostituierte unter meinem Podium zu verstecken. Unglücklicherweise bin ich von der Taille abwärts gelähmt, sodass ihre enthusiastischen Bemühungen umsonst sein werden. Also, wie ich schon sagte, hatte ich aufhören gesagt? Aufgepasst, Männer! Denkt daran, X-Men, hier ist extreme Vorsicht geboten. Nächste Woche gleiche Zeit. Swip, 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 smash, swip, swip, smash, swip, 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 smash. Die fantastischen fünf. Hey, das nennt man Character Branding, liebe Comic-Freunde. Ich hab das ganz allein erfunden. Stimmt das wirklich? Ich hab gesagt, ich hab das erfunden. Ihr fragt euch bestimmt, warum ihr alle hier seid. Ich hab eine Überraschung für euch. Das ändert einfach alles. Wir werden Battle of the Axes ein bisschen steigern. Bitte heißt das X-Men, X-Par, Wolverine und Jean Grey willkommen. Ein Mutantenteam? Das ändert einfach alles. Mit Wolverine in einem Team arbeiten? Puh, die Sache zwischen uns ist nicht gut ausgegangen. Sie ist ins Meer gefallen und hat in einem Kokon geschlafen, während ihr böser Zwilling einen Haufen unschuldiger Aliens ermordet hat. Und als ich dann aufgewacht bin, waren alle meine Serien von der scheiß Festplatte gelöscht. Aliens gibt es wirklich? Das ändert einfach alles. Die Leute denken, wir sind keine echten Sportler, aber sieh dir mal diese Narben an. Die hier habe ich noch von Rivals 2. Oder vielleicht war es auch Axis 2. Es ist schwer, alle meine authentischen sportlichen Wettbewerber auseinanderzuhalten. Ja. Ich kann euch wirklich sagen, Wolverine sieht gut aus. Was machst du da mit dieser kleinen Schlampe? Na, mach schon, schlag mich. Bitch! Hit dich, du Mutantenhure! Ah! Jean, hör auf damit! Nein, ich will das nicht tun! Ich auch nicht! Ich zwinge euch doch gar nicht mehr dazu, es zu tun. Verpiss dich! Wenigstens hinterlässt das eine coole Narbe. Oh. Johnny Bananas ist tot? Da die anderen Spieler im Krankenhaus liegen oder tot sind, seid ihr das einzig verbliebene Team. Glückwunsch! Ihr habt's voll drauf. Aber, Wolverine, du hast mehrere Spieler körperlich angegriffen. Damit bist du leider draußen.
Ja, ich habe meiner Berserkerwut nachgegeben und ein paar Leute ermordet. Aber das Wichtigste ist, dass ich endlich über Jean hinweg bin. Jean Grey, aus rechtlicher Sicht zählt Telekinese nicht als körperlicher Angriff. Also bist du die Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es drauf. Juhu! Aber es gibt noch einen letzten Twist. Wir sind vertraglich verpflichtet, 13 weitere Episoden zu drehen. Und die Aufgabe in der nächsten Woche? Ja, ich hab's drauf. Ich bin TJ Levin. Heute überraschen wir den Superschurken Mr. Sinister und bringen seinen Style endlich in die Gegenwart. Warum bin ich hier? Ich bin schick. Dein bester Freund hat dich nominiert. Er findet, dass dein Outfit von einem blinden Affen zusammengestellt wurde. Er trägt die gleichen Klamotten wie in den 80ern. Der Culture Club ist vorbei, Karma Chameleon. Aber ihr Kostüm stammt aus dem alten Ägypten. Das ist Vintage! Was steckt hinter diesem Cape? Eine tragische Geschichte? Es fühlt sich ganz danach an. Das hat einen totalen Waschstraßen-Vibe. Und gleich, Mr. Sinister präsentiert alten Freunden einen neuen Look. OMG, heißer Papa-Alarm. Ich bin programmiert, heiße Papas zu ficken. Kann jemand das Teil ausschalten? Scheiße, lauft!